Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe für den Monat November. Ja, wieder ist ein ganzer Monat rum und ich war genauso wie ihr natürlich gespannt, was wohl für den Monat November kommt. Und wieder mal war ich aufgerufen, mit der männlichen Achse hier zu beginnen. Also wieder mal kommt ein bisschen mehr Impuls, was heißt mehr Impuls, geht gar nicht um mehr oder weniger, aber ein starker Impuls zumindest in die männliche Linie hier der spirituellen Verbindungen, Beziehungen, wie ihr auch immer es nennen wollt und wie es auch immer sich für euch gerade im Moment darstellen mag. Hier haben wir ja die weibliche Achse, in der Mitte immer den Transformationspunkt, die Brücke in die Veränderung, in die Weiterentwicklung, sowohl für die weibliche als auch für die männliche Seite. Und es gibt natürlich wie immer vier individuelle Botschaften zu diesem Monat November. Ich zeige auch nochmal die Steine. Wir haben hier einmal den türkisfarbenen Türkis wird es wohl sein. Es ist halt eine kleine Merkaba, eine Mini-Merkaba. Dann gibt es hier einen braunen, der ist schon mehr braun als rot, Jaspis. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Der ist natürlich sehr geschliffen und kann man ihn nicht so gut erkennen. Dann haben wir den orangefarbenen Kalzit in der oberen Ecke und daneben den grünen Moosachat. Blassgrün ist der. Ja, wählt einfach mal aus, was ist der richtige Stein, die richtige Botschaft für euch zu diesem Monat November. Wenn ihr dazu etwas mehr Zeit braucht, dann haltet das Video an, fühlt nochmal in euch hinein, was ist die richtige Botschaft, aus welcher Ecke kommt sie diesmal und wählt die Botschaft aus. Gut, dann fange ich wieder mit der männlichen Achse diesmal an, hier für November. Wir fangen an mit der Situation. Wie ist die Situation im November für die männlichen Teile einer spirituellen Seelenverbindung? Die Engel sagen, die männlichen Teile oder der Mann in dieser Beziehung, Verbindung, braucht Geduld in diesem Monat. Er braucht Geduld mit sich selbst, er braucht Geduld mit dem Prozess, vielleicht verzögern sich Dinge in seinem Leben, vielleicht findet er sich in einer Warteposition wieder, er wartet Dinge ab, Zeit vergeht oder Zeit vergeht irgendwie gar nicht. Ja, es kann auch eine ungeduldige Zeit werden, ja, also er ist aufgefordert, sich in Geduld zu üben. Und während er das tut, wird immer mehr klar, dass er den Dingen ins Auge sehen muss, dass er der Wahrheit auf den Grund gehen muss, in sich selbst wahrscheinlich eher. Das ist, glaube ich, mehr eine innere Transformation, die aber natürlich auch Folgen und Auswirkungen im Außen haben wird. Also es geht hier um Wahrheit und Integrität. Ja, wie wahrhaftig geht er mit sich selbst um? Wie wahrhaftig geht er mit anderen Menschen in seinem Leben um? Ist er ja zuverlässig? Ist er integer in dem, wie er sich verhält und wie er die Dinge sieht und angeht? Und das hat sehr viel auch mit dem Thema Wohlstand zu tun in seinem Umfeld, mit sich selbst, in seinem eigenen Leben, also mit dem Thema Geld, Finanzen. Hier geht es darum, eben in die Wahrheit zu kommen, in die Integrität. Und da haben einige Männer jetzt einfach ein paar Transformationsthemen, weil viele Männer, aber nicht nur die Männer natürlich, sehr am Geld kleben, an der Sicherheit, die das vermittelt, vermeintliche Sicherheit. Es kann sein, dass es bei einigen auch rüttelt im Job oder im Bereich Geld, Finanzen und dass da hingeschaut werden muss und er eben schauen muss, wie geht es jetzt hier für mich weiter. Das kann durchaus belastend auch sein, aber eben offenbar ist es notwendig, dass das Thema jetzt kommt. Kommen wir zur Frauenachse. Die Frauen, ich hoffe, ihr könnt es so sehen, dürfen sich über die Karte Leuchtende Zukunft freuen. Die Frauen werden im November immer mehr spüren, dass es für sie auch in Liebe, in der Liebe, in Beziehungsthemen in die richtige Richtung geht, dass sie merken, ach, es bewegt sich in die richtige Richtung, da wo ich hin will. Es sind vielleicht die Personen im Leben, wo es passt, ja, wo es stimmig ist oder immer stimmiger wird. Also es fängt an, alles so ein bisschen Sinn zu machen und so ein bisschen eben die Ernte wird eingefahren, ja. Also ein kontinuierlicher Fortschritt findet statt. Es wird immer besser, es wird immer stimmiger. Kontinuierlicher Fortschritt dank der eigenen Arbeit, aber auch der Arbeit, die jetzt noch getan wird natürlich. Die Frauen haben auch diesen Fortschritt, weil sie gelernt haben, neben allem im Herzen sein, sich vom Herzen führen lassen, zu der Herzenswahrheit stehen, aber auch den Kopf dazu zu nehmen. Also nicht nur das Herz wild drauf losgaloppieren lassen, sondern auch den Kopf einschalten, auch in gerade spirituellen Beziehungen auch ja, in sich zu Hause zu sein, in der eigenen Selbstliebe, aber eben auch die Dinge auch nüchtern sehen zu können. Also in einer sehr guten Mischung, ausgewogenen Mischung zwischen Herz und Verstand.
Und für diese Menschen, diese Frauen, kommen jetzt auch neue Freunde ins Leben, also neue Freunde in der Tat, aber auch vielleicht neue Partner oder neue Möglichkeiten, neue Kontakte, neue Menschen, wo die Anziehung stimmt, ja, wo es passt, wo es mehr in der Balance ist, wo sie selber auch mehr in der Balance mit sich sind und bleiben. Das ist ja auch wichtig. Ja? Und der Transformationspunkt, die Brücke, ist die Karte Dualseele-Transformation. Also es kommt nochmal ein Transformationsprozess im November, wo Dinge nochmal in Bewegung kommen. Ja, vielleicht ist es halt stärker auf der Männerachse. Wir werden sehen, ob auch die Frauenachse transformieren wird. Es geht hier um die gelebte himmlische Liebe. Ja, darum, dass wir immer mehr diese hochschwingende Liebe auf die Erde holen wollen, hier auf der Erde auch lebbar machen wollen. Dazu sind jetzt diese Transformationsschritte auf der Dualseelenebene auch wichtig. Und wir schauen, jetzt kriege ich die Karten gar nicht hoch, wir schauen, was das mit der Männerachse macht, mit den Männern. Für die Männer geht es darum, spielerischer zu sein, was den Energieaustausch betrifft. Jetzt haben wir oben das Thema Geld gehabt, Wohlstand. Auch Wohlstand, Geld ist ein Energieaustauschmittel. Ja? Also es kann sein, dass sie hier mehr Leichtigkeit bekommen, dass sie merken, sie können besser loslassen. Sie kleben nicht an jedem Cent, sie kleben nicht, definieren sich vielleicht auch nicht mehr nur über das Geld, was sie an Geld verdienen oder haben, sondern es wird spielerischer, Energieaustausch findet statt. Wir haben hier das Thema Reichtum und Fülle. Das heißt, sie fühlen sich vielleicht auch reich und in der Fülle, wenn sie verspielt sein können, wenn sie Spaß am Leben haben, Freude am Leben haben. Und auch die Gebete der Männer, die jetzt vielleicht besonders im November stattfinden, wo sie mit Gott sprechen und darum bitten, dass Dinge in Harmonie kommen für sie, dass das Leben leichter wird für sie, nicht so belastet oder was immer das auch sein mag jetzt an Finanzthemen, dass alles auf dem Weg ist, dass sie merken, es wird ihnen geholfen, es kommt was zu ihnen, sie bekommen Erleichterung, aber sie lassen auch selber los, ja, und sie werden auch leichter und verspielter. Also wichtiger Entwicklungsprozess hier. Bei den Frauen gibt es noch Themen im Solarplexus, aber ich habe eher das Gefühl, weil die Karten vorher so positiv sind, dass es hier eben um Wille, Weisheit, Selbstbestimmung geht. Also die Frauen sind immer selbstbestimmter. Sie merken, was sie wollen. Sie teilen das mit, was sie wollen. Sie sind mutiger. Es geht vielleicht mehr um den Mut, das jetzt auch in der Liebe natürlich zu leben, was sie leben wollen. Ja? Also den Mut, zu sich zu stehen, ja, und den Schritt zu gehen, den sie gehen wollen. Da ist viel mehr Freude in diesem Leben. Ja, wir haben hier den Einhornsegen Freude. Es ist viel mehr Freude da, das Leben zu gestalten. Der Solarplexus ist ja auch der Sitz der Lebensfreude. Die gelbe Energie ist die Lebensfreude. Also die Frauen haben mehr Lebensfreude im November, ja, und fühlen sich auch besser geerdet, besser verbunden mit der Erde, haben Gefühl von Sicherheit, Tatkraft. Auch das Geld kommt, das Geld fließt. Also auch hier Ängste, die hier vielleicht noch sind, die vielleicht auch mit Geld zu tun haben, das kann eine Wechselwirkung sein hier zwischen der weiblichen und der männlichen Achse, kommen aber auch in die Erdung und werden auch positiv gesehen und positiv angegangen. Also es fällt in Summe offenbar das Thema Geld, auch wenn es sich komisch anhört, im November am Ende leichter, nachdem ein paar Transformationsprozesse stattgefunden haben. Okay, gut, kommen wir zu den individuellen Botschaften. Hier haben wir den Türkis. Die Botschaft des Türkis, für diejenigen, die diesen gewählt haben, hat zu tun mit dem göttlich-männlichen. Und es geht bei dem göttlich-männlichen darum, dass das die Idealform ist der Männlichkeit auf diesem Planeten. Der balanciert es in sich auch mit dem weiblichen und der für das Gute in der Welt sich einsetzt und dafür steht, ohne halt eine rein kriegerische Person zu sein, auch wenn er hier ein Schild in der Hand hat. Aber es gibt in diesem neuen Kartendeck, was ich hier habe, gibt es auch ein Deck The Distorted Masculine und das ist der eben verdrehte, zersplitterte Maskuline und da ist eine kriegerische Situation zu sehen. Also er ist in seiner Kraft, in seiner Macht, aber positiv. Und das zeugt von spiritueller Reife. Also es kann für viele sein, dass sich für viele jetzt da draußen zeigt, dass das Männliche, die männliche Seite oder die männliche Person in dieser Verbindung immer mehr in die spirituelle Reife kommt. Ja, immer spirituell bewusster wird, reift, klarer wird. Und das hat auch damit zu tun, dass nochmal vergeben wird, nochmal karmische Themen aufgelöst werden können in diesem Monat. Und das macht die männliche Seite nochmal wirklich stabiler und entwickelter, als ihr das vielleicht
vorher hattet. Also da kommen neue Einsichten dazu und auch Befreiung von karmischen Themen. Wir haben den roten Jaspis. Für die, die den roten Jaspis gewählt haben, geht es um Sexualität, um das Leben der Sexualität, das Leben der körperlichen Bedürfnisse. Es geht um die heilige Frau, die ihr vielleicht jetzt in euch selber findet oder in eurem Gegenüber natürlich über die Frauenachse. Also vielleicht ist euer Gegenüber für euch diese heilige Frau, die in sich ruht, die in ihrem Herzen ist, die erwacht ist, die auf ihrem spirituellen Weg ist, die aber auch sexuell in ihre Kraft kommt, in ihre Macht, aber nicht als missbräuchliche Macht jetzt gemeint, auch nicht Macht über jemanden, sondern Macht in sich, in ihre Kraft einfach, in ihre Power. Ja? Und das hängt zusammen auch mit ihrer Strahlkraft, die sie entwickelt hat. Diese Luminosity steht hier und ihr seht, dass hier so Strahlen weggehen. Also sie strahlt etwas aus. Über Ausstrahlung haben wir auch die letzten Wochen immer mal wieder gesprochen, dass das zunimmt, dass wir immer mehr anfangen zu strahlen, etwas ausstrahlen, wahrgenommen werden von anderen. Und das ist auch sexuell gemeint. Das heißt, viele werden auch Rückmeldungen bekommen, dass sie ja in irgendeiner Form auch von ihrer körperlichen Ausstrahlung her, aber jetzt nicht oberflächlich gesehen, nicht Optik allein, sondern von innen her für viele interessant sind und das wird anerkannt und natürlich auch von diesem potenziellen Partner hier oder der Partner, der schon da ist, je nachdem, wird das auch wahrgenommen und vielleicht auch Thema sein. Ja, dieses innere Strahlen, was aber daher kommt, dass sie in ihre Kraft und Macht gefunden hat. Ja? Diejenigen, die den Moos Achat gewählt haben, spüren, dass die Gegensätze, die vorher stärker waren vielleicht zwischen sich und dem männlichen Part oder dem weiblichen Part, je nachdem, wie man guckt, in Harmonie kommen. Ja, das Yin, das Yang sind Gegensätze, die sich anziehen und abstoßen und man braucht eine gewisse Harmonie und Ausgleich zwischen beiden und dann ist es wirklich schön. Aber hier findet wieder eine Connection, eine Verbindung statt, eine harmonische Verbindung, wie wir hier sehen können, eine sehr harmonische, ein bisschen romantische Verbindung zwischen diesen Aspekten, in euch selbst, aber auch mit der jeweils anderen Person. Und es kommt zum Dating. Also hier sehen wir den Mann am Fenster stehen mit dem Blumenstrauß. Also da ist eine Verbindung zwischen den beiden und es kommt halt zu einer Verabredung oder dem Wunsch nach einer Verabredung. Und das ist sehr stark und möchte auch gelebt werden, ja, dass es dazu kommt. Dann haben wir den orangen Kalzit, da haben wir zwei Karten, einmal hier das verdrehte Feminine, das verdrehte Weibliche, das leidende Weibliche, das verletzte Weibliche, könnte man sagen. Für einige gibt es da doch noch Verletzungen, die sie angucken müssen. Da kann eben hier die Karte Solarplexus für Ängste stehen, für das Gefühl, noch nicht ganz in der Macht zu sein, in die Lebensfreude kommen zu wollen und das auch über den Finanzausgleich hinzubekommen. Also auch das Thema Geld, materielle Sicherheit, Sicherheit generell im Leben. Wichtig ist, also vielleicht haben da einige Frauen auch noch ein Thema und wollen, können das jetzt aber auch besser lösen, weil das männliche Pendant das auch bearbeitet. Das kann für manche nochmal einen Anstoß geben, einen positiven. Und es geht darum, aber auch für sich selbst zu sorgen. Ja, hier reparenting yourself, also kümmere dich um dich selbst. Ja, sei Elternschaft für dich, bemuttere dich, bevatere dich. Also die Frauen lernen auch nochmal Wege zu finden, wie sie sich um sich kümmern können, wie sie sich stabilisieren können. Also auch hier das Thema Sicherheit, materielle Sicherheit, auch Sicherheitsgefühle, die die Eltern natürlich früh vermittelt haben. Das scheint hier nochmal ein Heilungsthema zu sein für einige und ganz wichtig zu sein, eben in die Solarplexus-Heilung dazu kommen, also raus aus den Ängsten und Zweifeln und rein in die Lebensfreude. Also ein sehr interessante Blätter für den November. Ich hoffe, ihr profitiert von der Legung, dass ihr die Prozesse, die kommen mögen, besser verstehen könnt. Ich wünsche euch von Herzen dafür alles, alles Gute und sagt bis bald.